Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zum FIFA 20 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern im Champions League Halbfinale, Rückspiel gegen FC Bayern München. Es geht um alles oder nichts, um die Wurst, um Kaiserslautern und seine Zukunft. Nein, das nicht wirklich, aber schon ein wichtiges Spiel, wenn ich das so sagen darf. Das ist schon ein wichtiges Spiel. Und wir gehen da natürlich direkt rein in dieses Champions League Halbfinale. Und ich werde Andrauzos rausnehmen und Richter reinnehmen. Klimowitz vorne drin. Und wem haben wir denn noch hier? Okay, die sind alle echt voll im Arsch. Da kann ich doch lieber den Gottwald reinnehmen und statt Agu benennen, weil unsere Mannschaft einfach so erschöpft ist und gefühlt auch immer schneller erschöpfter ist jetzt am Ende der Saison, und ich werde jetzt einfach reingehen in die Partie. So. Eine Gunst der Stunde nutzen. Wir müssen ein Tor schießen. Wir müssen gewinnen. Am besten mit 2 Toren Unterschied. Weil wenn mit einem Tor Unterschied, dann können wir nur ein 1:0 gewinnen. Wir müssen also mit 2 Toren Unterschied auf jeden Fall gewinnen. Wir haben nämlich sonst ein Problem. Und zwar die Auswärtstorregel. Ach, gar nicht wahr. Doch, doch klar, die Auswärtstorregel. Direkt erstmal verkackt. So. Dann gehen wir rein. Seid ihr auch so heiß darauf wie ich? Ich bin heiß drauf. Ich will das schaffen. Ich will ins Finale, verdammte Kacke. Wenn man schon so weit gekommen ist, hat man keinen Bock, nicht ins Finale zu kommen. Aber man kann es halt nicht ändern. Wenn es passiert, dann passiert es halt, dass man rausfliegt. So ist das Leben. Hier wird schon mal schön die Hymne angeteased. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass sie spielt, sondern das vorletzte Mal. Wir haben eine große Fresse in der Pressekonferenz, glaube ich, gehabt und gesagt, ja, wir werden weiterkommen oder sowas, keine Ahnung. Und vor heimischer Kulisse ins Finale der Champions League einzuziehen, das wäre schon mal der Oberhammer, wenn man das mal so sagen darf. Im Halbfinale, im anderen Halbfinalspiel hat Atletico Madrid mit einer 3:2 Führung gewonnen. Das klingt irgendwie jetzt vollkommen Banane, wie ich das formuliert habe. Aber ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, ob die... Oh, Entschuldigung. Auf jeden Fall Bayern im letzten Spiel eine Packung gegen Wolfsburg bekommen. Keine Packung, aber 2:1 Niederlage ist schon eine Packung für Bayern. So. Und wir hoffen, dass wir darauf aufbauen können und die nicht tollwütig von diesem Spiel kommen und uns zerreißen. Das wäre alles andere als cool. So. Das ist natürlich unsere Aufstellung. Keyskey, Osako, James Scott, Athanasios, Andrauzos. Wir haben natürlich noch gute Leute in der, auf der Ersatzbank. Und wir wollen dieses Spiel drehen und gewinnen und entscheiden. Ronny Lopez ist in der Liga mit 24 Toren zweitbester Torschütze. Und das mit weitem Abstand dann schon wieder auf den Drittplatzierten. Ich glaube, der hat 16, 17, 18 Tore irgendwo so da. Und das ist schon mal echt eine Ausmarke, dass Pick da 29 hat. Okay, wir haben Anstoß und wir geben alles. Forza Kaiserslautern. Schad. Fein. Sehr gut. Ah, schlechter Ball direkt. Schon direkt den Ballverlust. Nicht gut. Cousins, Olmo. Komm schon, ihr müsst doch auch mal unfit sein. Sehr defensiv. Schön. Guedes. Cousins. Aaron.
Ronny Lopez, der Flügelspieler. Olmo. Schöne frühe Flanke, da ist Pick, der macht einfach nichts, weshalb auch immer. Kimmich, der Joshua, Kimmich, Joshua kämpft. Ach komm, Kimmich. Munir. Okay. Schlechter Ball, meine Herren. Schön, irgendwie so. Schön, Schad. Da, schön. Schön rausgespielt, da ist meiner. Wer schießt den nicht ordentlich? Weshalb auch immer. Ach komm. Was ist denn das immer für eine Abschlussschwäche hier? Wieso schießt er den so verkrüppelt? Das hätte dieses 1:0 sein können, ehrlich. Oh. Okay, ich habe da ein Gefühl von, Bayern ist heute zu schlagen. Klimowitz. Ah, schlecht. Hätte ich doch nur auf Klimowitz gewartet. Lemar. Olmo. Aber wer weiß, wie lange man das noch so sagen kann, dass Bayern zu schlagen wäre. Lemar, Cousins, Lemar, Guedes. Schön, fein. Was für kollektive Zusammenarbeit hier. Ach komm, Alter. Schön, da ist Richter. Der hat Power, der Junge. Ey, das ist eine Grätsche und die funktioniert doch noch. Das war so schlecht. Guedes. Schön. Carlo Sickinger. Was für ein Ball. Ach komm. Wieso kannst du die Kontrolle nicht behalten? Mann. Cousins, da ist. Nein. Schlechter Ball. Mann, komm. Setz es doch ordentlich um und dann ist alles in Ordnung. Fein. Wunderbar gekämpft. Schad. Auf Kübler. Da ist Pick. Pick. Schad. Da ist Pick. Da ist Pick. Der schießt ihn nicht rein. Ah, Gulaschi. Also der muss da wirklich nicht viel machen, der Junge, bis jetzt. Warum zum Teufel läufst du denn nicht? So, sehr schön. Einfach. Komm schon. Jawohl. Das ist der Ausgleich von Pick. Der kann es halt einfach gegen Bundesligisten. Was für ein Tor. Bis jetzt war es noch easy, muss ich sagen. Bayern wirkt ein bisschen erschöpft. Unsere Taktik mit der vollen Auswechslung der Mannschaft hat sich bis jetzt gelohnt. Mann, 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 Mann. Florian Pick. Tor in der 23. Minute. Sehr schön. Uff. Wir geben uns nicht so schnell geschlagen. Ich weiß, ihr könnt uns natürlich trotzdem noch auseinandernehmen. Siehe Manchester, siehe Paris. Lemar, Guedes. Olmo auf Guedes. Schön. Ach komm. Jawohl. Dieses Zweikämpfe nicht gewinnen wollen irgendwie gefühlt. Schön. Egal, einfach weiter. Schade. Ach kommt, ey. Das hätte es echt noch sein können hier, ey. Das 2:0. Munir. Alle müssen kämpfen, wirklich alle. Sonst haben wir keine Chance. Sonst schießen die noch uns hier das 1:1. Dann brauchen wir nämlich auf jeden Fall ein 3:1 für irgendwas schon. So. Ach komm, Mann. Dass das einfach so unkontrolliert ist. Und Richter läuft nicht. Ich habe voll Sprint gemacht eben. Er hat sich einfach nicht bewegt. Einfach nicht losgelaufen. Olmo, aber da ist fein. Und dann will mich dieses Spiel einfach verarschen, Mann. Stehen die sich da gegenseitig im Weg? Oh, ich bin jetzt gestresst natürlich, weil ich natürlich weiterkommen will. De Ligt kommt da auch noch fast zum Kopfball. Ah. Eieieiei. Komm doch, Klimowitz. Oh, Mann, ey.
Guedes. Warum zum Teufel wechselt der nicht den Spieler dahin, wo er soll? Was zum Teufel wird das hier? Oh Mann, den sollte er gar nicht bewegen. Wunderschön. Oh mein Gott, ich hatte schon Angst, weil ich aus Versehen den Ball ablegen gedrückt habe. Scheißdreck. Komm. Sickinger, danke, dass du ein bisschen läufst. Selbst wenn er das geahnt hat. Wieso konnte er den Ball da einfach so abfangen, Mann? Schön. Ey, die schwimmen so, alter Schwede. No control, Alter. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie die spielen sollen. Eieiei, das war schön. Sehr schön. Schön. Einfach rein das Ding. Wuh. Meiner und Pick hier schon wieder, ey. Wow. 2 zu 0. Egal, ein Treffer und es ist alles hinfällig. Oh, wow, schön. Schöne Vorbereitung und Meiner macht es dann einfach eiskalt. Sehr schön. Uff, Stand jetzt sind wir im Finale, Alter, Mann. Gesangs. De Vries. Okay, Leute, ich hoffe, ihr konzentriert euch. Ich hoffe, ihr verdient euch das. Lemar. Cousins. Lemar. Wir sind natürlich die Pokalfighter hier. Das ist halt einfach so. Schöner, langer Ball auf Ronny Lopez. Was zum... Der kommt doch nicht an. Er kommt an. Und Otto, oh mein Gott. Ich hab schon gedacht, der geht rein. Wieso kommt der Ball denn da an, meine Fresse? Was für eine Ballkontrolle war das denn bitte? Also wenn das keine Fake News Ballkontrolle war, dann weiß ich auch nicht, ey. Okay, komm. De Vries, Halbzeit. Leute, atmet durch. Noch habt ihr das gut gemacht. Ey, ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich innerlich bin. Alter Schwede, ey. Bis jetzt vollbringt ihr jedes Mal irgendwelche Sensationen hier, ehrlich. Oh, wartet mal. Ich möchte schon den Klimowitz auswechseln und zwar gegen Lovu. Diese Entscheidung ist eine wichtige für mich, weil ich Ballkontrolle brauche. Oh, er ist drin schon. Und der Lovu hat Ballkontrolle. Cousins. Ich konnte Meiner nicht mehr davon abhalten, dahin zu laufen. Wieso auch immer. Guedes. Und Pick, der schießt den Ball einfach voll weit da vorne. Kübler, wunderschön und ruhig. Da ist Richter. Machen wir einfach so, machen wir nochmal zurück. Machen wir das. 3 zu 0? Kein Abseits? Boah, klasse. Mann, 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 da kommen wir aus der Pause und machen das 3 zu 0 zu Hause. Eieieiei, wie krass ist das denn bitte? Das macht den ganzen 200. Kackpart wieder wett. Alter Schwede, also Pick, der kann es wirklich einfach gegen Bundesligisten. Da ist sein Zuhause, was das Stürmerdasein betrifft. Alter Schwede, yeah. Oh, Alter Schwede, so wie Richter gucke ich wahrscheinlich gerade auch, ey. Ey, hier, der grinst ja auch über 100 Backen, ey. Okay, jetzt brauchen sie 2 Tore, um uns zu bezwingen. Nicht unmöglich, aber schon mal schwieriger, ohne sich zu öffnen. Okay, schade. Oh, der kommt dann durch, oder was? Lemar. Munir. Schön gekämpft einfach, wow. Wow, warum nicht immer so? Und da ist einfach Pick. Yo, ich wurde so gehalten und er hat sich den Ball 100 Kilometer vorgelegt. Es war so kacke eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das sogar einen Elfer nennen würde. Elfer sehe ich schon. Freistoß. Pick läuft.
Oh, er wusste nicht wohin, alter Schwede, ihr Schad. Kübler. Was für ein Ball. Pick. Kübler, Novu. Ei, Kübler. Handwerker. Was war das? Muinier. Meiner. Kimmich. Muinier. Bayern nicht gut drauf, anscheinend. Bis jetzt. Bis jetzt. Wir schreiben sie noch nicht ab, Mann. Die wollen, wenn sie ein Tor schießen, schießen sie auch das zweite hinterher, wenn sie wollen. Meiner hat mal wieder Bock, Kilometer zu rennen, ey. Ohne Witz. Oh, schade. De Vries war ein bisschen nervös. Cousins. Olmo. Olmo. Will er jetzt hier einen Solo machen, oder was? Ah, komm schon. Einfach blocken. Olmo, jetzt sind sie volle Offensiv. Volle Möhre, aber abgefällt. Schön. Wow. Bayern wechselt aus. Wer kommt rein? De Vries oder wer wurde ausgewechselt? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ich habe Angst vor ihm. Evina. Raus oder was? Oh, Otto. Wow. 64. Minute. Schöner Ball. Nö, jetzt aus. Okay, ist okay. Delikt. Macht er diesmal für ein Delikt. Olmo. Langer, unsauberer Ball. Handwerker. Handwerker hat Ruhe. Warum macht er das? Ach komm. Sollte er niemals tun. Schön, Alter. Fein, der gewinnt hier feinste Zweikämpfe. Wirklich. Hey, Mann. Ich konnte niemanden anspielen. Es war keiner frei. Und jetzt ist hier alles frei. Warum geht der rein? Jonjic, ja sicherlich. Dreckigstes Kaktor, wirklich. Den hätte er sogar halten können. Wir müssen. Er hatte die Hand ja quasi da. Ach, Dreckspaste, ehrlich. Richter raus, Andrauzos rein. Ja, mehr kann ich jetzt nicht tun. Jetzt wollen sie nochmal hier richtig rausholen, hier. Eieiei, das muss ja auch immer eine Frustration hier werden. Eieiei, wieso freut er sich so? Die haben doch noch gar nicht gewonnen. So unrealistisch, FIFA, wirklich. Lovu bei dem Anstoß. Schön. Meiner. Ja, genau. Er kann einfach nicht laufen dann, oder was? Wirklich, dieses Spiel verarscht mich immer von vorne bis hinten, ey. Das ist wirklich eine beschissene Art, ein Spiel schwerer zu machen. Wirklich. Die Kontrolle über irgendwas nehmen. Schön, ja, klasse. Ich hab gesehen, aber ich konnte den Pass nicht mehr abbrechen. Kann jetzt wieder nichts machen. Evina. Olmo. Komm. Meiner. Was für... Mann! Kontrollier doch die Scheiße, Mann! Cousins. Das geht immer nicht klar. Was macht da für ein Pass, Mann? Ey, ich weiß, meine Stimme hört schon auf bei so einer Scheiße. Den Pass kann er doch einfach spielen. Schön oder auch nicht schön. Ich kann keinen kontrollierten Pass spielen, weil die das einfach nicht mehr machen. Lemar. Oi, oi, oi. Cousins. 82. Minute. Flanke. Sickinger raus damit. Warum zum Teufel?
Oh mein Gott! Ah! Weg damit! Bitte hör auf! Bitte kontrolliert den Ball nächstes Mal, wenn ihr den einfach noch kriegt. Flehe euch an! Ich kann nichts machen! Ja! Schön! Warum gehst du aus dem Weg, Fein? Mann! Kämpf doch! Es ist vorbei so! Die machen nichts mehr, was sie sollen! Oh, meine Herren, macht es bitte nicht so spannend! Ey, und dann macht der Fürther keinen Zweikampf, der Junge! Ey, ich kann nichts machen! Oh mein Gott! Ey, die machen einfach nichts! Ich weiß nicht wieso. Ja! Ey! Das können die mir nicht antun, so eine Leistung. Alter Schwede! Oh, verdammte Kacke! Wir sind weiter. Wir sind im Finale der Champions League. Oh! Ich bin fassungslos, wirklich. Wunderschöne Leistung am Anfang und am Ende nochmal richtig Kacke machen, ey. Puh. Egal, Jungs. Lasst euch feiern. Allen voran, Pick hat hier doch mal echt was rausgeholt an Tore. Ey. Diese Musik am Ende hier passt überhaupt nicht zu dem Spiel, aber guckt euch das an. Der Pick, der setzt sich einfach durch. Boah, ja, ja, ja. Guckt euch diese Wendigkeit von diesem Spieler an. Otto hielt, was zu halten war. Manchmal waren die Fehler da, aber die Leidenschaft war groß. Und Kaiserslautern wird famos. Ich brauchte erstmal einen Reim. Ey, wirklich, meine Stimme hört gleich auf, wenn das so weitergeht. Da war Pick frei und das war eine wunderschöne Vorarbeit auf meiner. Der hat auch recht gut gespielt, auch wenn er da am Ende eben nochmal einen Zweikampf verweigert hat. Ey, wenn wir nicht Trainer des Jahres werden, aber diese Fake News Ballannahme, die über alle, jede Kontrolle geht, ey. Ich hoffe, die zeigen diese Ballannahme nochmal, bitte. Schade, aber Otto, der hat heute seine Leistung gezeigt, du. Schön, da war ein Richter, der schießt und dann war Pick einfach wieder zur Stelle, Alter. Diese Saison, der weiß einfach, was Tore schießen heißt. Oh, ja, 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 ja. Gab es da noch irgendwas, was die uns zeigen wollen? Nochmal das Tor von Cousins. Der war haltbar, der war eindeutig haltbar. Er konnte ja gar nicht woanders hinschießen. Sein Fuß kommt da nicht ran. Seine Hand, der löst ihn einfach. Sie sah fast so aus, als wenn der Ball da einfach durchfliegt. Ey. Das war doch mal Druck, ey. Wer ist Spieler des Tages? Florian Pick. Und das völlig zu Recht. Lovu fand ich eigentlich echt eine gute Leistung. Ich finde, eine 6,6 hat das nicht verdient. Ey, mein Kopf, ey. Wir haben es geschafft, alter Schwede. Ich glaube das gar nicht, ey. Champions League Finale. Puh. Gegen Atletico Madrid. Ach, das stand jetzt schon vorher fest. 1:1 haben die dann im Rückspiel gespielt. Oh, sehr schön. Atletico Madrid gegen Kaiserslautern. Puh. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen trotzigen, zu beantworten. Trotzigen Impulse geben. Garantien gibt es keine. Er kommt schon wieder, oder? Schon ein guter Spieler. Pick hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Ende des Spiels. Grandioser Auftritt von Pick, ist einfach so. Es war eine super Leistung. Sie haben was geschafft, was kaum einer geglaubt hätte. Ist im UEFA Champions League Finale. Wie glücklich sind sie? Das alles stimmt zu.
trifft zu, natürlich. Das haben wir uns verdient. Genau, ich bin das auch. Keine weiteren Fragen mehr. Das heißt, ich muss die Spiele sowieso alle spielen. Ich hatte nämlich erst die Idee gehabt, dass ich Turnierpreis geht. 12 Millionen nochmal von der Champions League reingepumpt. Dass ich die Spiele überspringe, aber weil es halt quasi um nichts mehr geht. Aber wir brauchen die Moral. Ne? Wir müssen die Moral halten. So. Wir sind 6 da. Das bleiben wir wahrscheinlich auch. Wir haben nur noch 2 Spiele, also 6 Punkte. Das heißt, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal so eine Sache, die bleibt. Wir hätten es sogar noch mit Siegen schaffen können vielleicht. Nee, hätten wir nicht, weil Dortmund hat jetzt schon viel mehr Punkte, als wir hätten noch aufholen können. Und Leverkusen auch. Von dem nach wären wir 5. gewesen letzten Endes, selbst wenn wir nur noch gewonnen hätten. So. Und liebe Leute, das nächste Spiel ist gegen Bayern München. Da gehen wir nochmal in die Pressekonferenz, ja. Eieiei, was sehe ich da? Das ist ja anstrengend. Hut war zuletzt gut drauf. Wird er heute nicht spielen? Rotation ist wichtig. Letztes Duell gegen Bayern München hatten wir ein hitziges Spiel erlebt. Was hoffen Sie diesmal? Hoffentlich weiß Bayern München ja gegen wer. Meine Mannschaft will sich nicht nur ausruhen. Natürlich beeinträchtigt sie das. Die Jungs haben gut gespielt. Und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder. Ich bin zuversichtlich, dass sie das erneut abrufen können. Keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht. Ich muss ja einige Leute hier wieder auswechseln, glaube ich. Ich guck mal, wann das Finale stattfindet. Aber ich glaube, das kommt eher so richtig... Oh, am Ende der Saison. Und das passt, denn es ist so. Ey, Leute, das ist ja krass. Ich weiß nicht, ob der nächste Part einfach ein Part wird, wo ich beide Spiele spiele. Und dann ist das hier der letzte Part für diese Saison hier gegen Atletico Madrid. Da geht es nochmal um alles. Alter Schwede, es geht um alles. Ich hoffe, meine Leute sind dafür bereit. Ey. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, und ciao.